Im Prinzip kannst du dich gar nicht falsch ernähren, wenn du wieder lernst, auf den natürlichen Appetit zu hören. Aber genau das ist eine Herausforderung in der industrialisierten Welt. Der natürliche Appetit. Weil genau der von der Industrie professionell an der Nase herumgeführt wird. Was ich damit meine, das erfährst du jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Unser Appetit verrät uns ziemlich treffsicher, welche Lebensmittel gerade jetzt bevorzugt werden sollten, weil deine somatische Intelligenz, das ist deine Körperintelligenz, das Signal gibt, dass in dem favorisierten Lebensmittel genau das drin ist, was gerade intern benötigt wird. Das erklärt zum Beispiel auch, warum schwangere oder stillende Frauen plötzlich Lust auf Lebensmittel haben, an die sie vorher noch nicht einmal gedacht haben und teilweise auch in den seltsamsten Konstellationen. Die Nase spielt eine ganz wichtige Rolle beim Appetit. Bis hierhin soweit alles gut. Jetzt kommt aber das Problem der heutigen Zeit. Genau das weiß auch die Industrie. Unser Fertigfutter überdeckt mit allen möglichen Aromastoffen und chemischen Zusätzen unseren natürlichen Appetit. Und das ist ein Problem von zum Beispiel Gemüse. Jetzt mal ganz platt. Ungesundes riecht in der Regel besser. Wenn irgendwo in einem Ofen ein Fertiggericht aufgewärmt wird, verströmt es den Duft in der ganzen Nachbarschaft. Das ist so, als ob dieses Füllstoffding im Ofen allen zurufen will: Hier bin ich, du willst mich doch auch, nimm mich, nimm mich. Eine Karotte kannst du bis zum Anschlag in die Nase rammen. Da ruft nix. Ja, es bleibt ja nicht nur dabei, dass die Nase von der Industrie an der Nase rumgeführt wird. Auch den Augen wird Appetit gemacht. Die Augen spielen auch eine ganz wichtige Rolle beim Appetit. Ein einfaches Beispiel. Ein Salatkopf sollte möglichst grün sein. Auf keinen Fall braun. Bei einer Bratwurst wäre umgekehrt besser. Ist dir eigentlich mal bewusst aufgefallen, wie die Produktverpackungen bebildert sind? Die herrlich drapierten Fotos von dem Produkt, was sich in der Verpackung versteckt? Leute, das ist Lebensmittelpornografie. Das kriegst du zu Hause nie so hin wie gezeigt. Es gibt ja ganze Berufsgruppen, die sich mit der Verpackung intensiv auseinandersetzen. Verpackungsdesigner, Foodstylisten und Foodfotografen. Die lassen das Zeug besser, leckerer, gesünder aussehen, als es tatsächlich ist. Die Methoden, die da angewendet werden, boah, dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler in den Knast wandern. Gib doch mal aus dem Bauch heraus eine Antwort auf folgende Frage. Stell dir mal deinen Supermarkt, deinen Discounter deines Vertrauens vor. Wenn dort alle Produkte ohne lebensmittelpornomäßige Verpackung im Regal stehen würden, alle exakt gleich abgepackt, denkst du, du würdest dann anders einkaufen? Ja klar, nicht unbedingt sofort. Wir sind einfach zu sehr in unsere Gewohnheiten verwickelt. Aber wie könnte es in einem Monat, in einem Jahr mit deinem Einkaufsverhalten aussehen? Unterschätze nicht deine somatische Intelligenz bzw. deinen Appetit. Wenn der nicht professionell von der Industrie und den ganzen durchgestylten Marketingmaßnahmen abgelenkt wird, es ist nicht schlimm, macht nicht dick und auch nicht krank, wenn man ab und zu mal so ein bunt präsentiertes Zeug futtert. Aber jedes Mal, wenn wir das in den Mund stopfen, nehmen wir erstens Platz im Bauch für gutes Futter weg und zweitens sorgen wir vor Kalorien bei gleichzeitig viel weniger überlebensnotwendigen Vitalstoffen. Unsere Geschmacksknospen werden mit dem Störfeuer aus Aromen, Geschmacksverstärkern und anderen Zusatzstoffen abgelenkt. Wer als Kind zum Beispiel nur Joghurt mit Erdbeeraroma gefuttert hat, kommt mit einem selbstgemachten Joghurt mit frischen Erdbeeren nicht wirklich gut klar. Der Geschmack ist kaputt. Den kannst du reparieren. Und das ist dermaßen einfach. Iss möglichst natürlich. Bleiben wir beim Joghurt. Nicht mehr Joghurt mit Geschmack. Da steckt praktisch immer Aroma drin. Kaum echte Früchte. Und die Früchte sind auch noch bearbeitet. Na klar, das Zeug muss ja lange haltbar gemacht werden. Nimm einen Naturjoghurt, mach frische Früchte rein. Und wenn es dir nicht süß genug ist, dann schmuggle noch ein bisschen Süßstoff rein. Ja, immer noch besser als die Zuckervariante. Und ab damit, genieße es.
ist ja auch nicht nur gesünder, sondern auch billiger. Und du schrubbst deine Geschmacksknospen wieder frei. Plötzlich schmeckt alles Natürliche wieder besser. Und wenn du magst, dann schreib doch mal in die Kommentare, ob es früher bei dir irgendein Kunstprodukt gegeben hat, das dir heute überhaupt nicht mehr schmecken würde. Bei mir war es Cola. Habe ich als Jugendlicher literweise in mich reingekippt. Könnte ich heute nicht mal mehr in den Mund nehmen. Boah, was für eine süße Pampe. Geht nicht mehr, also bei mir nicht. Vorbei, sage ich als Ex-Cola-Junkie. Was ist es bei dir? Ich bin gespannt. Wenn du magst, dann bleib mit mir in Verbindung. Klick mal da oben auf das i, gib dem Video einen Daumen hoch. Das fände ich super klasse von dir. Kostet nichts. Das Video ja auch nicht. Macht aber Arbeit. Und die mache ich sehr gerne für dich und die anderen. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.